stolz an Miri. Und warte, ich kann noch frei leben, nicht so. Ich brauch die. Ich trau mir mindestens auf Straße ohne Maske, ohne nichts. Das wird da nichts. Der deutsche Rechtsstaat, nachdem er das Problem definiert hat, der muss handeln. Und zwar sofort und jetzt. Sonst kommen wir in allergrößte Schwierigkeiten. Oktober 2022. Türkische Spezialkräfte nehmen einen seit Jahren in Deutschland gesuchten Verbrecher fest. Er war, auf Deutsch gesagt, der Mann fürs Grobe. Haysem Miri aus Bremen. Verdächtig des Mordes und des massenhaften Betrugs. Seine Clanbande soll zigtausende Deutsche um Millionen geprellt haben. Wir wollen wissen, warum wurde der Schwerkriminelle über Jahre hinweg nicht gefasst? Wo hielt sich Haysem Miri versteckt? Auf sein Konto gehen zahlreiche Urteile und Ermittlungsverfahren. Darunter Betrug, Raub, sexuelle Nötigung, Verdacht der Vergewaltigung, Bedrohung, Bandendiebstahl. Das zeigen Dokumente, die Report München und RBB 24 Recherche exklusiv vorliegen. Haysem Miri. Er ist die Spinne in einem kriminellen Clan-Netz. Und dann kam es zu dem Tötungsdelikt in Schwanewede. Spurensicherung in einem Mordfall. In Schwanewede ist gestern am frühen Abend ein 43-jähriger Mann erschossen worden. Die Bluttat soll die Rache für eine Messerstecherei gewesen sein. 3 Jahre zuvor in Bremen. Es sei um Drogengeschäfte gegangen. Tatverdächtig? Haysem Miri, der Mann fürs Grobe. Sicher ist, Haysem Miri verschwindet nach der Bluttat aus Bremen, einem der zentralen Orte des Miri-Clans. Eine Herausforderung für Polizei und Justiz, die jahrelang nach Haysem Miri fahnden. Dann führt eine heiße Spur in die Türkei. Kriminelle des Miri-Clans haben ein neues Geschäftsfeld entdeckt, den Telefonbetrug. Ihre Opfer leben meist in Deutschland. Später stellt sich heraus, Haysem Miri soll einer der Köpfe der Bande sein. In Deutschland machen wir einen Mann aus Haysem Miris Netzwerk ausfindig, der ihn lange kennt. Was weiß er über Miris Flucht? Nach mehreren Gesprächen erklärt er sich zu einem Interview bereit. Dann erreicht uns eine SMS. Hab mit meinem Anwalt telefoniert. Er empfiehlt mir ebenso, nicht mit Ihnen zu sprechen, zu meinem eigenen Schutz. Doch dann meldet er sich plötzlich noch einmal. Wie haben wir das jetzt zu verstehen? Ist es für Sie eine endgültige Absage? Wir geben nicht auf und sichern ihm zu, seine Anonymität zu wahren. Endlich stimmt er zu.